Und hier ist er nun. Nachdem ich wochenlang durch den Dschungel Mittelamerikas gestreift bin, habe ich den Spiegel des Rauchs endlich gefunden. Es sieht gar nicht so besonders aus. Aber ich habe noch etwas gelernt, dass der Schein trügen kann. Und diese Jungs wissen das offenbar auch. Hier kommt Vasco ins Spiel, der Warlord dieser Gegend. Er ist seit Jahren hinter dem Spiegel her, konnte ihn aber ohne meine Hilfe nicht finden. Vermutlich ist Vasco auch keine große Leseratte. Von dem Fluch scheint er nichts zu wissen. Oder er glaubt einfach nur nicht daran. Na, habt ihr sie erkannt? Genau, Lara Croft. Allerdings nicht in einem neuen Tomb Raider-Teil, sondern in einem Spin-off der bekannten Action-Adventure-Serie. In Lara Croft and the Guardian of Light finden sich zwar tatsächlich viele der bekannten Tomb Raider-Elemente wieder, dennoch ist das Spielerlebnis ein anderes. Es ist schnell, es kann kooperativ bestritten werden und es macht einfach Spaß. Die zweite wichtige Änderung gegenüber den Tomb Raider-Spielen: man steuert die Helden nicht aus der gewohnten Verfolgeransicht, sondern aus einer weit herausgezoomten isometrischen Perspektive, die sich weder schwenken noch umschalten lässt. Lara und ihr neuer Kumpel Totec turnen, springen und klettern in hohem Tempo durch schön gestaltete Levels, stets auf der Suche nach dem nächsten Ausgang. Der Actionanteil ist deutlich höher als in Laras früheren Abenteuern. Regelmäßig strömen zig Untote und Dämonen in die Levels. Lara und Totec setzen sich mit einer Vielzahl an Schusswaffen und einem unendlichen Bombenvorrat zur Wehr. Das wilde, effektgeladene Geballer geht dank fairem Auto-Aiming und ausreichend Munition locker von der Hand und wechselt sich in angenehmem Tempo mit Geschicklichkeits- und Rätselaufgaben ab. Über Plattformen springen, Schalter betätigen, Fallen ausweichen. Vielen Fallen. Bösen Fallen. Es wird relativ oft vorkommen, dass Lara im Spiel das Zeitliche segnet. Allerdings könnt ihr die Passage dann gleich erneut in Angriff nehmen. Die Rätsel und Hüpfereien wirken allesamt vertraut, sind aber sauber umgesetzt. Im Lauf des Spiels findet ihr mehr und mehr neue Waffen und auch Artefakte. Letztere lassen sich im Spielinventar einsetzen und bescheren den Helden dann nützliche Boni. Während die weiße Trommel hier beispielsweise unsere Verteidigung verbessert und unser Tempo erhöht, gibt die Kriegstrommel einen Bonus auf unsere Bomben und zahlreichen Waffen, die wir hier auch ausrüsten dürfen. Vor allem Schusswaffen sind zahlreich vertreten. Mit so einer durchschlagskräftigen Minigun in der Hand sind wir auch größeren Gegnertruppen ebenbürtig, zumindest was die Feuerkraft angeht. Dennoch müsst ihr euren Feinden und insbesondere ihren Flammenstrahlen weiter clever ausweichen und von euren Bomben Gebrauch machen, sonst seid ihr schnell erledigt. Zumal es in Lara Croft in The Guardian of Light auch Gegner gibt, die mit einem Schild ausgerüstet sind und die wieder ganz andere Taktiken voraussetzen. Sehr praktisch, euer Vorrat an Munition und Bomben ist unbegrenzt. Und das ist verdammt gut so. Zusätzlich zu den Rätsel-, Sprung- und Ballerpassagen würzen die Entwickler den Spielablauf mit kleinen Überraschungen. Da muss man etwa vor einer riesigen Felskugel flüchten, ein gigantisches Amphibienmonster ausschalten oder auch gegen diesen Feuerdino bestehen. Und die Story ist schnell erzählt. Lara hopst durch irgendeinen abgelegenen Tempel, wo sie ungewollt eine alte, finstere Gottheit reanimiert und die muss natürlich gleich den Weltuntergang in Angriff nehmen. Also lagert Lara das böse Vieh durch 14 Level und muss es genau davon abhalten. Viel interessanter als der Plot ist da schon Laras neuer Kumpel, der Dschungelkrieger Totec. Die Zeit wird knapp. Der Spiegel wird stärker, je näher die Dämmerung rückt. Gehen wir weiter. Du bist eine tapfere Frau. Seltsam, aber tapfer. Ich kann nicht von dir verlangen, weiterzugehen. Der Weg vor uns bedeutet den sicheren Tod. Ich will nicht, dass dir etwas geschieht. Ich kann schon auf mich aufpassen. Versuch einfach, mit mir Schritt zu halten. Das Tolle an Totec, er macht den wohl wichtigsten Aspekt von Lara Croft in The Guardian of Light erst möglich. Den wirklich gelungenen Koop-Modus, mit dem sich das Abenteuer nicht nur alleine, sondern auch im Team bestreiten lässt. Das geht wahlweise entweder lokal an einem PC oder auch am Online-Modus. Dieser hatte bei Release des Spiels übrigens noch gefehlt, wurde aber später von den Entwicklern dann doch noch nachgereicht. Zugegeben, die Steuerung ist nicht perfekt. Zwar fällt das Zielen mit der Maus etwas leichter als mit dem Gamepad, allerdings geraten manche Sprungpassagen mit der Tastatur schon eher zur Geduldsprobe. Deshalb empfehlen wir ein Gamepad wie beispielsweise ein Xbox 360-Pad zu verwenden, denn damit geht die Steuerung wirklich einfach angenehmer von der Hand.
Besonders motivierend für Schatzjäger, alle Level sind mit optionalen Zusatzaufgaben gespickt, darunter Geschicklichkeitsübungen, Speedruns, Highscore-Jagd und vieles mehr. Als Belohnung für solche Herausforderungen winken neue Waffen und Artefakte. Und wer mag, kann gespielte Levels jederzeit wiederholen, um verpasste Aufgaben nachzuholen. Im Koop erlebt ihr zwar das gleiche Spiel wie im Singleplayer, allerdings müssen sich die Helden regelmäßig unterstützen, etwa indem Lara ihren Gefährten per Kletterseil zu sich nach oben zieht oder Totek die Dame mit einem Schild in die Höhe befördert. Diese Fähigkeiten kommen in vielen clever designten Rätseln zum Einsatz. Außerdem haben die Designer alle Rätsel und Fallen an die jeweilige Spielerzahl angepasst. Guardian of Light ist einfach eine richtig runde Sache. Hier erlebt ihr coole Rätsel, lockere Action, motivierende Itemsuche und hübsch inszenierte Geschicklichkeitseinlagen im harmonischen Wechsel. Vor allem im Koop ist das Spiel echt gut gemacht. Es überzeugt in 6 bis 8 Spielstunden als ausgelassenes, gut designtes Koop-Erlebnis, je nachdem, wie viele Boni und Extras man erbeuten möchte. Also worauf wartet ihr noch? Los, auf in den Dschungel!